Wir sind irgendwie falsch abgebogen und in Willingen gelandet. Warum genau? Es gibt hier einen Wild- und Freizeitpark, Willingen, mit ein paar Fahrgeschäften, unter anderem einem Butterfly. Und in meiner kompletten Coastercon-Liste von Nähe habe ich noch einen einzigen roten Punkt. Und das ist dieser coole Butterfly. Deswegen, die werden doch irgendwann hier gelandet sind. Es kostet 16 Euro für erwachsene Eintritt. Ja, wir zahlen 16 Euro pro Person für einen Butterfly. Willkommen bei unserem Hobby. Mal gucken, ob er überhaupt fährt. Wenn nicht, dann bin ich echt, wir schauen mal. Ist es soweit? Muss ich die Kamera auf dich halten, damit du deine Klappe hältst? Manchmal frage ich mich, warum ich bei dem Typen wohne. Ja. Wow. 267. Was? 267. Noch 33 Achterbahn. Wow. Dann habe ich 300. Butterfly war geöffnet, 267 ist geschafft. Und jetzt gibt es eine Rutsche. Finden Sie die Fahrt? Die war lustig. Du hast doch gefühlt 90% nur geklingelt. Schaukel sowie Nautic Jet sind leider außer Betrieb. Für einen Eintrittspreis von 16 Euro ist das schon eigentlich ja 30%, dass sie funktioniert. Ja. Ich fahre Luna Loop. Lieber fester machen. Ja. Na komm. Oh, meine Brille! Fast verloren. Hab's noch festhalten können. Zu schwer. Geht runter. Pass auf. In einem Hochziehturm hat der Park sogar so eine kleine Neuheit, obwohl immer mehr Fahrgeschäfte außer Betrieb sind. Der Hochziehturm funktioniert, der Butterfly funktioniert zum Glück, funktioniert der Butterfly, der Nordic Jet nicht, die Schaukel nicht, wir hatten eben noch was, deswegen auch nicht, ich weiß nicht, wie das genau heißt. Ja. Auf einen weiteren Versuch, dass wir Sachen suchen, die funktionieren. Jetzt sind wir nicht Starflyer. Der Mini-Starflyer hat funktioniert. Da vorne, da ungefähr, ist noch ein Komet. Und der schaukelt jedenfalls auch. Hier gibt es auch viele Fahrgeschäfte, die ich noch nicht gesehen habe. Wie halt dieser Ballon, den kenne ich nicht. Die Seilbahn da hinten, die fährt gerade hoch zum Beispiel. Die fährt auch. Ich nehme alles zurück, der Ballon fällt, man weiß wie.
teste da mal die Neuheit. Ich kann nicht mitnehmen, weil ich schaffe es nicht mit einer Hand, mich hochzuziehen und die Kamera zu halten. Deswegen kann ich das leider nicht von der Aktion selber mitnehmen. Man hat auf dem Teil eine wunderschöne Aussicht über komplettes Sauerland, über Willingen. Also es ist echt eine angebrachte Neuheit, wenn man den Park mal so sich anschaut. Vor allem brauche ich so keine Attraktionen und Mitarbeiter. Die Attraktionen lassen sich alle selbst steuern oder von einer zweiten Person, die dann rausgesteht und den Sicherheitsding betätigt. Also von daher ein super Selbstsorger-Freizeitpark, der halt nicht so viele Mitarbeiter benötigt. Aber schon mit Besonderheiten, wir sind bereit. Ja. Wir kosten unser altes Geld voll aus. Wir erkunden jetzt nochmal so ein bisschen im Wildpark, um zu gucken, was es hier generell auch noch so gibt. Ein Luchs auf der Spur. Haben auch schon Rehe gefunden, es soll auch noch Braunbären hier geben, Affen soll es hier geben, Luchse soll es hier geben. Wir gucken mal, ob wir was finden. Wir werden jetzt nicht alles durchgehen. Wir haben nur noch, ich glaube, 2 Stunden, weil wir jetzt relativ spät hier angekommen sind. Ja, wir gucken mal, was ich euch noch so zeigen kann. Entdeckungskisten für den Tasten wahrnehmen. Da ist ein Stein. Oh mein Gott. Machst du gleich wahr, töte ich dich. Keine Ahnung, was das sein soll. Maya. War damals meine absolute Kinderlieblingsserie, bis die versaut wurde. Hi! Hi! Ja, wer bist du denn? Ja, wer bist du? Hallo! Da wird die streicheln. Oh, du bist süß! Augenscheinlich gibt es hier noch einen Streichelzoo. Wir ignorieren mal die Party da vorne. Willingen halt, aber ich habe Ziegen gefunden. Ja. Hi. Machen ein Selfie gerade. Ziege. Wir haben die Party gefunden. Führt sogar direkt, wenn ihr im Ausgang rausgeht. Dahin. Also von daher, wer Party mag und saufen mag, ist glaube ich hier genau richtig. Wir haben einen schlafenden Braunbären entdeckt. Der macht gerade Heier. Der hat gerade sogar geschnarcht. Süß. Bär? Balu? Komm mal her. Der heißt Balu, siehst du? Hi! I wanna walk like you. Es gibt im Wildpark verschiedene Märchen, auch unter anderem Biene Maya und das Dschungelbuch, was keine Märchen sind. Max und Moritz haben wir auch hier. Wer eine richtig gute Darstellung von den Max und Moritz Geschichten haben möchte, kleine Werbung in einem anderen Video. Wir waren vor kurzem im Freizeitpark Plon und die haben in diesem Jahr eine Ponyreitbahn eröffnet. Komplett zum Thema Max und Moritz. Ihr fahrt an Kulissen vorbei mit Musik und die werden durch eine Lichtschranke erst betätigt. Das heißt, ihr habt die ganze Story. Sie ist laut, verständlich und auch mit Reimen. Also echt cool gemacht. Es und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen voll Pfefferkuchen rein. Mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Ja, ich weiß. Ja, kann ich. Bye bye.
davon sind wir bereits zwei andere Wahlgeschäfte gefahren. Varianten gefahren. Einmal im Tollipark in Mayen und einmal stand das Ganze auch in NRW. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wie der Park hieß. Ich blende hier unten wahrscheinlich ein, weil ich sie vergessen habe. Auf jeden Fall ist es so ein Indoor-Spielpark. Und hier auch, in diesem Indoor-Spielpark konnte man zum Beispiel auch nicht das Teil drehen. Aber es ist ein Tollipark. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall konnte man es eigentlich nicht drehen. Und hier kann man es sich um die eigene Achse nochmal drehen. Ich sehe es. Sieht so aus. Wir haben Glück gehabt, ne? Ja. Sehr gut. Es gibt ein Tretomobil. Das ist nicht erlaubt. Das ist noch nach 18 Uhr geöffnet. Der Park schließt um 20 Uhr. Die Attraktion bereits um 18 Uhr. Und das ist, wie gesagt, nicht elektrisch. Wenn wir es schaffen. Machen wir es jetzt. Nein, wir sind zu groß. Haben wir es denn jetzt? Nein, das geht nicht mehr. Es ging doch nicht. Dass es nochmal so gut geht wie eben, ich weiß ja nicht. Uah. Uah. Du bremst auf Enge. Ja, so clever rutschen. Wird mir nicht wehtun. Ich hole mir jetzt eine Ente. Das war sehr stark von mir. Ich habe noch mal versucht. Ein Elefant. Ja, ist auch gut, die ist auch gut. Nehme ich auf. Nehme ich auf. Ja! Ich habe die quadratische Ente. Ich bin jetzt gerade draußen. Wir hätten noch 2 Stunden gut um den Park laufen können. Haben uns jetzt auch vieles hier angeschaut, wie die Wildschweine zum Beispiel. Aber wir fanden, das reicht jetzt für uns. Wir sind eh nicht so tieraffin, wenn man das so sagen kann. An sich halt ganz süß gemacht, auch mit den ganzen Fahrgeschäften im Vordergrund. Aber ich bleib dabei, für Erwachsene 16 Euro ist halt teuer. Vor allem, es gibt hier, ja, knapp 30 Kilometer entfernt, einen komplett kostenfreien Wildpark ohne Fahrgeschäfte dafür. Und 16 Euro so gesehen nur für Fahrgeschäfte zu zahlen, ich weiß ja nicht. Vielleicht, viele machen es, der Park ist nicht gleich besucht gewesen vorhin. Und heute generell, gerade für Familien und Kinder toll. Und jetzt sage ich auf Wiedersehen. Und lasst dem Video auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Wäre ultra cool. Und bis dann.